Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Fernbus-Simulator, dem Reisebus-Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, es gibt gute News, denn es gibt eine neue Engine für den Fernbus-Simulator und die ist aktuell in der Beta. Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Wichtige Info vorab, ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr Spielstände habt, wo ihr gerade eine Tour fahrt, eine Sicherheitskopie erstellen, nämlich aufgrund der neuen Engine ist es nicht möglich, den Spielstand oder den Speicherstand zu nutzen. Ne? Wie gesagt, nur der Speicherstand, die Erfolge und so weiter bleiben alle freigeschaltet. Das habe ich auch schon getestet. Und was auch neu mit hinzugekommen ist, ist, wenn ihr Position 1 auf eurem jeweiligen auf eurer Tastatur nutzt, könnt ihr die sogenannte Kamerafunktion nutzen. Da könnt ihr schöne Screenshots machen und erstellen. Das gucken wir uns nachher auch an. Und es ist eine neue Stadt mit hinzugekommen. Das schauen wir uns auch an, denn wir sind in Schleswig-Holstein in Kiel und fahren heute zur neuen Stadt rüber, und zwar über die A7 nach Flensburg. Die ist auch neu in der Beta mit reingekommen, wie ihr die Beta aktiviert. Ne, geht einfach bei Steam zum Beispiel rechte Maustaste auf den Fernbus-Simulator und geht dann auf Eigenschaften, wählt die Beta aus. Wichtig nochmal dafür, der Speicherstand, nicht die Erfolge, die sind nicht kompatibel. Deswegen müsst ihr da ein bisschen darauf achten. So, wir checken jetzt mal fix die ganzen Fahrgäste ein. Ich werde jetzt mal hier mit E einmal einschalten, mit Z mache ich die Anzeige an. Es sieht auf jeden Fall alles ein bisschen schöner aus und auch ein bisschen detaillierter, finde ich zumindest. Und die Performance wurde auf jeden Fall deutlich verbessert. Es leckt nicht mehr so weit, wie es in der letzten Version war. Auch ich finde die Texturen hier, die sind nochmal einen Tacken schärfer geworden. Ich denke mal, das sind die Vorbereitungen jetzt für Sebas, der dann auch mit der gleichen Engine herkommen wird. Und ich finde, das sieht alles ein bisschen fröhlicher und schöner aus. Die Bäume wurden überarbeitet, die Vegetation. Ich packe euch einfach mal den Link in die Videobeschreibung rein, könnt ihr alles selber nachlesen. So, wir checken mal die Fahrgäste ein. Da sind sie richtig. Guten Tag. Mahlzeit. Hier mein Ticket. Ja, bitte. Vielen Dank. So, Mahlzeit. Guten Tag. Hier mein Ticket. Alle nach Flensburg. Mahlzeit, ist das gültig? Nein. Ja, gültig schon, aber nicht für den Bus hier. Hallo, so, mein Ticket. Checken wir mal alle ein. Und ich dachte mir, okay, nehmen wir noch mal eine Folge auf hier. Und zeigen euch mal die Engine, testen die mal so ein bisschen. Der Fotomodus, das hatte ich mir echt wirklich gewünscht. Nein, anderer Bus. Da habe ich mich wohl vertan. Ja, genau. Hallo, so, bin ich hier recht? Vielen Dank. Mal schauen, wie das Ganze gleich läuft. Ne, ich habe jetzt einmal gerade kurz reingeschaut. Sah jetzt erstmal soweit gut aus. Vielleicht muss ich die Gamma-Korrektur noch ein bisschen machen. Nach Lille, junge Frau, der Bus kommt später. So, danke sehr. Und ich freue mich da, euch das Ganze auch mal so ein bisschen zeigen zu dürfen. Also ich finde beispielsweise, die Texturen hier sehen nochmal einen Tacken schärfer aus. Ich habe alle Einstellungen auf episch, also alle auf volle Pulle, sodass das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aussieht. Also ich finde das sehr cool. Und wie gesagt, den Kameramodus über POS 1 könnt ihr den aktivieren, könnt euch dann hier navigieren, und wenn ihr wieder POS 1 drückt, springt ihr direkt zurück. Wichtig, es ist eine Beta, die kann immer noch Fehler verursachen. Und wenn euch Fehler auffallen bei der Beta, gebt die dementsprechend an TML weiter. So, an die Entwickler. Ich würde sagen, wir starten mal den Bus hier. Gucken nochmal kurz auf die Karte. Ne, ist jetzt nicht weit. Flensburg, wie gesagt, neu mit hinzugekommen. Wir waren ja sonst in Frankreich unterwegs. So, machen den Bus jetzt mal soweit startklar. Ich finde, das ist alles hier nochmal einen Tacken schärfer geworden. Ne? Ich kann mich da jetzt auch irren, aber ich meine schon. So, warte mal. Wir müssen erstmal alles einschalten hier. WLAN, Küchenfreigabe, WC, Leseleuchtenfreigabe ein. Dann brauchen wir den Fahrgastmonitor. Da seht ihr Expresslinie 00. Ich habe jetzt einfach eine Zahl eingegeben. Klimaanlage an. Wir haben Sommer aktuell. Ich mache mal so 22,5 Grad. Und dann würde ich sagen, schließen wir jetzt mal die Türen. Das können wir nämlich auch mit den Tasten hier machen. Und gehen mal hier in die normale Ansicht wieder zurück. Ich muss mal kurz gucken, wie ich meine Belegung habe hier von dem Bus soweit. Dann drücken wir einmal die Bremse durch, würden jetzt hier einmal den Gang einlegen und würden jetzt unsere Fahrt, ne, nach Flensburg, ne, von Kiel aus starten. Auf geht's. Und die Performance, die Vegetation, guck mal, die Bäume hier wurden überarbeitet. Ansonsten wurde die KI auch ein bisschen angepasst. Die Engine ist komplett neu. Es wurden einige Dinge vorbereitet, denke ich. Es ist alles ein wenig grell. Ich gehe nochmal kurz in die Einstellungen. Ich zeige euch nochmal meine Einstellung, weil das ist auch immer eure Frage.
Ich habe einen relativ guten PC, deswegen habe ich alles natürlich auf volle Pulle. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen runter. Ich würde mal sagen, so auf 1,7. Gehe mal auf Anwenden. So, dann gucken wir uns nochmal die Einstellung an hier. Also wie gesagt, ich habe alles auf Episch, ne? Also alles volle Pulle. Und das sind ja auch mal so die Fragen, auf was hast du das eingestellt? Ist natürlich abhängig von dem PC, den ihr halt habt. Ne? Aber ich finde, das sieht schon alles ein bisschen besser aus. Ne? Bei den Bussen wurde auch einiges noch angepasst. Diverse Fehler wurden noch behoben. Wie gesagt, es ist noch eine Beta. Das wirkt jetzt alles hier noch so ein bisschen grell. Vielleicht muss ich da nochmal ein bisschen ins Feintuning gehen und mir das nochmal ein bisschen anschauen. Aber die Performance und die Ruckler, auch gerade war es ja so, wenn ihr Webradio zum Beispiel gehört habt, sind übrigens mit dem MAN Lions Coach hier unterwegs, mit dem mein Flixbus Repaint, findet ihr im Workshop. Und ja, sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool aus. Und auch die Gebäude, wir werden uns da gleich mal ein bisschen Flensburg noch ein bisschen anschauen, werden auch den Kameramodus nochmal testen. Also viele coole Sachen auf jeden Fall, die uns da erwarten. Und wenn man sich das hier mal anschaut, also ich finde, der Bus, der ist nochmal einen Tacken schärfer geworden. Auch jetzt hier so die Bordsteine, die Häuser, okay. Ne? Aber ich denke mal, das sind die Vorbereitungen auf The Bus. Ne? Mal sehen, wann er erscheinen wird. Da wurden also schon mal so ein paar Sachen jetzt nicht gezeigt, aber da warten wir halt noch drauf. Und ich freue mich darauf, wenn er rauskommt. Ich bin mal gespannt. Aber ich finde die Texturen, das sieht alles nochmal einen Tacken schärfer aus. Ne? Vielen, vielen Dank nochmal für die Beta. Ihr könnt die auch testen, wie gesagt, aber eure Speicherstände, ne? Nicht eure Freischaltungen von den Städten und so weiter, die sind nicht weg. Ne? Das habe ich vorab auch nochmal getestet, sondern nur die jeweiligen Speicherstände, wenn ihr jetzt gerade eine Fahrt gemacht habt und huch, wir ja dran gewöhnen hier, dann sind die weg, sichert die einfach und dann klappt das auch mit dem Nachbarn, ne? Guck mal, hier auch so ein paar Details sind mit hinzugekommen jetzt hier noch. Toll Toiletten, man kennt die Firma. So, ich finde auch die KI-Fahrzeuge sehen ein bisschen anders aus. Ne? Ansonsten, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung, findet ihr alle weiteren Features noch. Vegetationsshader wurden überarbeitet, Herbstfarben wurden angepasst, unter anderem ABS der Busse wurde angepasst. Auch für die ganzen Busse, die es gibt, sowohl Scania, MAN Lines Intercity, dann den kleinen Minibus, mit dem wir auch unterwegs waren. In Luxemburg wurden die Kfz-Fahrzeuge hinzugefügt, sowie auch die Polizeiwagen, die hatten ja noch gefehlt für Luxemburg. Und ansonsten Autosave-Funktionen, Intervalle wurden angepasst, die Distanz, die Roadmap wurde überarbeitet. Also ganz, ganz viele Anpassungen, ganz viele tolle Dinge. Ne? Wie gesagt, Beta aktuell, es kann noch zu Fehlern führen. Ne? Falls euch da was auffällt, reportet das bitte dann auch an TML weiter, schreibt es ins Forum oder nehmt den direkten Kontaktweg auf. Ich finde es auf jeden Fall schon mal cool, dass das Ganze überarbeitet wurde, ne? Auch mit der neuen Engine. Ja, hier so ein paar Kleinigkeiten haben wir noch mit ein paar Blümchen und so weiter, links und rechts. Aber die Vegetation, finde ich, sehen zum Beispiel schon mal gut aus. Es liegt jetzt hier auch kein Laub mehr im... Oh. Huch. Ist das hier Alarm für Anaconda 12? Ah, so. ABS greift auf jeden Fall. Alarm für Cobra 12, ne? Man kennt es. Huch. Da hab ich mal wieder geschlafen hier. Ich muss mich mal immer wieder dran gewöhnen hier an die Steuerung. Das ist manchmal ein bisschen tricky, ey. Sorry für den Unfall, liebe Fahrgäste. Ich wollte nur mal gucken, ob die Bremsen funktionieren. Da war er wieder hier. Der Crashtest Reisebusfahrer. Ne, ihr habt auch schon mal in den letzten Kommentaren geschrieben, so eine Reise mit mir würdet ihr nicht machen als Busfahrer. Ja, gut. Sei es drum. Aber das Geräusch fand ich immer noch gleich. Also, finde ich jetzt, hat sich nicht verändert. Guck mal hier oben bei den Fenstern, da haben wir auch hier so leichte, ich weiß nicht, ob das Dreck ist oder sieht man auch leicht. Ich sollte mal ein bisschen eher bremsen. Viele Kilometer sind es auf jeden Fall nicht. Ich sollte auf jeden Fall mal zeitiger bremsen. Ja, gucken wir mal hier. So, jetzt geht es gleich auf die A7 Richtung Flensburg. Ja, das Geräusch ist immer noch das gleiche. Ist das dieser Schlupf oder wie nennt man das? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall das Taxi, das ist einmal richtig weggespawnt. Schwerer Unfall, das gibt Abzüge in der B-Note, ne? Mann.
Was jetzt hier nicht angezeigt, wir haben die Kilometer. Waren die vorher auch mit drin? Müsste ich jetzt mal überlegen. Müsste ich lügen, ob die mit dabei waren. Aber auf jeden Fall, der Weg ist nicht allzu weit. Ach, guck mal, es gibt sogar neue hier TML-Studios, Erfurt. Ja gut, die... Da sind wahrscheinlich noch so ein paar Texturprobleme, ne, von den LKWs jetzt hier. Guck mal, die spawnen da noch ein bisschen rum. Wie gesagt, Leute, ist Beta. So ein paar Sachen ploppen jetzt hier noch nach und nach auf. Also auch neue Texturen von den Fahrzeugen, LKWs sind noch mit hinzugekommen. Sieht auf jeden Fall auch schon mal recht cool aus. Aber es ploppt halt immer noch mal ein bisschen auf. Und das mit der Bremse, mit der Bremsbalance, das muss ich echt noch mal gucken. So, fahren wir jetzt mal hier auf die Strecke. So, mit der Vegetation, das sieht jetzt auch schon mal recht gut aus. Sieht ein bisschen freundlicher aus. Wir haben kein Laub mehr hier mitten im Sommer, ne? Das war auch mal das Problem. Ja, also die Vegetation wurde auch komplett angepasst und auch zahlreiche Features bei den Bussen. Ach, guck mal, wir haben jetzt hier auch wieder diese Dinge, wo wir nicht langfahren können. Okay. Map-Ende. Der eine oder andere kennt es aus dem LS19. So, Bremsen haben auf jeden Fall gerade funktioniert, aber der Bremsweg, der war halt recht lang. Ich habe halt viel zu spät reagiert. Sorry dafür, Leute. Aber ich denke mal, für den einen oder anderen Lacher hat das wieder gesorgt, ne? Ihr kennt mich ja, ne? So, auch wenn ihr mit mir keinen Reisebus fahren wollt, natürlich fahre ich in der Realität ein bisschen anders. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt hier am PC fährt, sei es im LS, im ETS oder jetzt hier auch im Fernbus-Simulator. Weil, ich sag mal, das ist ja ein Spiel. Da kann im Endeffekt nicht viel passieren. Außer, dass das Spiel mal abstürzt oder wir einen schweren Unfall bauen, so wie gerade eben. Und, was ja halt immer noch so fehlt, wenn man da mal so in so einem reellen Bus drin sitzt, die ganze Haptik drumherum, ne? Das sieht dann immer noch mal, ist dann immer noch mal ein bisschen anders. Was ich noch mal machen könnte, wäre, ich könnte noch mal ein bisschen die Gamma-Einstellung runtersetzen. Warte mal, weil ich finde das immer noch ein bisschen zu grell jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt zu grell ist oder zu dunkel. Ich setze das jetzt mal hier so auf runter. So, das wirkt dann nicht mehr ganz so hell. Ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache. Ne? Manchmal übersteuert es dann halt von den Lichteffekten her so ein bisschen. Und sorgt dann immer noch für so kleine Dinge. Hier auch so kleine Pixelfehler, glaube ich, hier vorne bei dem Fahrzeug. Ne, da sieht auch irgendwie was nicht so dolle aus. Aber wie gesagt, ist eine Beta. Ne? Muss man immer Abstriche machen. Ach, guck mal, da haben wir so einen schönen Glasdrescher. Guck mal, so einen schönen Bauernhof mit ein paar John Deere. Oh, nicht schlecht. War das auch schon immer mit drin oder sind die Details jetzt neu dazugekommen? Weiß ich jetzt gar nicht. Wir sind ja immer mal wieder hier unterwegs im Fernbus-Simulator. Mal mehr, mal weniger. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal so ein bisschen die Beta. Und auch gleich diesen Fotomodus. Da kann man nicht ganz viele tolle Sachen einstellen. Das hatte ich mir ja auch gewünscht für den Fernbus-Simulator. Dass man da auch schöne Screenshots machen kann und sich aber frei bewegen kann. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Ja, was mit den Texturen hier bei den Fahrzeugen gefällt mir noch nicht so ganz. Da werde ich dann nachher nochmal eine Mail schreiben. So ein bisschen zusammenfassen. Oder einfach mal ein Video schicken, da kann man das ja auch nochmal sehen. So, wir fahren heute auch mal nicht so schnell. Und könnten auch mal ein bisschen überholen kommen. Wir überholen immer, oder? Kriegen wir es hin? Geben wir ein bisschen Gas. Mal Blinker setzen, sorry. So, ne? Hier vorne die Textur, da sieht man es auch noch mal ein bisschen. Wir haben jetzt hier auch nur einen Grünstreifen links auf der A7. Na, guck mal, wenn man da näher ranfahrt, fährt, dann werden die Texturen schöner, ne? Super Oils. Ne? Gerade hier diese Pritschenwagen oder Containerwagen oder LKWs, da sieht man es halt noch am meisten. Aber ansonsten finde ich es schon, es ist gestochen schärfer, ne? Feintuning muss natürlich noch betrieben werden. Ich denke mal, Sebastian wird auch noch einiges an Entwicklungszeit auf jeden Fall noch, ja, brauchen. Ne, und das Tolle ist ja dann, die ganzen Busse, die ihr habt, ne, sei es vom Scania Touring DLC, der kleine BB40, der Toyota, der kleine Toyota oder eben halt auch die MAN Lions Coach oder der Neoplan Skyliner, die könnt ihr dann später auch natürlich unter anderem, wie ihr schon kennt, im Tourist Bus Simulator nutzen. Das ist ja jetzt auch schon möglich. Und dann auch nachher noch in The Bus. Das finde ich zum Beispiel auch eine coole Funktion. Den MAN Lions Intercity ist ja auch mit dabei als DLC. Und ja, gibt halt viele, viele coole
Dinge. Und ich finde mal wieder schön, dass auch eine neue Stadt mit hinzugekommen ist. Ne? Hier in Schleswig-Holstein, also sprich die Stadt Flensburg. Mal gucken, wie die so aussehen wird. Die Stadt liegt ja im Norden und ist die drittgrößte Stadt in Schleswig-Holstein. Mit knapp so, ja, Pi mal Daumen, 90.000 Einwohnern, glaube ich. Wenn ich das richtig vorhin mal nachgelesen habe. Aber ich finde, die Performance ist schon recht gut. Also, kaum ruckeln und zuckeln. Ne, zu Abstürzen kann es natürlich immer kommen, mal in der Beta. Oh, ey, da war ein Blitzer. Habt ihr das gesehen? Da war ein Blitzer. Gab es die vorher auch schon? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob es die auch schon vorher gab. Ich sag mal, dass man mal geblitzt wird oder zu schnell und also dass man mal zu schnell unterwegs ist und die Fahrgäste sich aufgeregt haben, das weiß ich, aber dass man den Blitzer jetzt hier auch sieht. Ja, gucken wir mal hier, das passt soweit. Die Busse fahren sich auch recht schön jetzt, ne? Also es ist recht gut geworden. Ne, bis auf das Bremsmanöver gerade eben zu Beginn. Aber wie gesagt, ich spiele halt so viele Spiele mit Lenkrad und bei jedem Spiel ist die Bremsbalance anders. Da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Und hier haben wir jetzt mal so ein paar kleine Nachlader gehabt. Wahrscheinlich jetzt hier, weil es gerade Richtung Stadt geht. So, Richtung Flensburg. Was mich jetzt einfach gleich mal interessieren würde, ist, wenn ich hier weiterrolle und dann die Posttaste drücke, nicht, dass ich einen Unfall baue, ob wir dann auch hier Bilder machen können, ne? Zum Beispiel mal hier. Warte mal, guck mal. Ich würde jetzt einfach mal die Bildtaste drücken. Warte mal, rollt der weiter? Ja, der rollt weiter. Was sind diese Schlangenlinien? Da müssen wir aufpassen. Also ihr könnt nicht während der Fahrt, glaube ich, Bilder machen. Das scheint wohl nicht zu funktionieren. Warte mal. Nee. Oder? Hält der an? Wir gucken mal kurz. Wir können mal kurz hier auf die... Können wir da auf die andere Kamera wechseln? Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier rauswechseln können. Also hier scheint es wohl nicht zu klappen. Na, er hält auf jeden Fall an. Ich weiß jetzt nicht. Ich gehe mal kurz in die Außenansicht. Doch, der hält an. Guck mal. Da könnt ihr dann hier ein bisschen hin und her navigieren. Da könnt ihr mit der linken Maus, mit der mittleren Maustaste das Ganze dann hier auch wenden. Ne? So. Könnt ihr, aber wir haben noch ein paar Sound-Einstellungen, die da fehlerhaft sind. Da habt ihr vorhin gehört, ne? Da hört man so ein gleiches Klick, 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 Klick. Also ist auf jeden Fall möglich. Also fast wie im ETS. Ich denke mal, da wird auch noch Feintuning betrieben. Hier haben wir eine schöne Tankstelle. Jetzt sind wir dann hier in Flensburg drin und können dann gleich mal ein schönes Bild einfangen, wenn wir dann am Busbahnhof sind. Da testen wir das nochmal. So, schauen wir da mal rein hier. Also es geht auf jeden Fall. Ne? Man kann Screenshots machen, muss aber allerdings ein bisschen aufpassen. Da geht es links zum Hafen, rechts geht es zum Hauptbahnhof. Da fahren wir jetzt mal hin. Kurz gucken, ob ich da rumkomme. Ja, es passt soweit. Also die Texturen, ne? Die ploppen immer so ein bisschen auf. Aber ja gut. Mal gucken, wie man das noch im Griff kriegt. Aber die Texturen von den LKWs, sind halt viele LKWs unterwegs, ne? Da vielleicht noch ein bisschen weniger. Wäre auch cool, vielleicht ein paar mehr Transporter oder so. Aber das ist dann auch dieses Feintuning, was dann zum Ende dann meistens kommt. Gerade bei einer neuen Engine muss man natürlich immer testen. Und ich finde auch hier die Details in den Städten, ne? Guck mal, wenn man sich die mal anguckt hier. Ich meine, die sahen vorher alle ein bisschen nicht so schön aus. Na gut, dass hier Müll rumliegt, okay. So ein paar Müllwagen wäre vielleicht auch was, ne? Kehrmaschine oder sowas, die hier langfährt. Ein paar Paketboten. Ein paar mehr Leute, die hier rumlaufen, ne? Aber vielleicht kommt das ja alles noch, ne? Müssen wir mal weiter beobachten. Wir müssen jetzt rechts zum Zopp. Guck mal, hier haben wir auch eine schöne Eisenbahnbrücke. Ja. Fahren wir hier mal rüber. Und... Ah, so. Dann sind wir, denke ich mal, gleich da. Ah, hier den Berg quält er sich ein bisschen rauf, ne? Müssen wir hier recht hoch? Oh, da ist es aber eng hier. Da müssen wir mal gucken hier. So, fahren wir ein bisschen rum hier. Guck mal, Kopfsteinpflaster hier. Sieht auch recht gut aus. Mal gucken, dass wir hier so rumkommen. Boah, das ist aber ganz schön. Passt das? Ja, ne?
So, okay. Ach, mal hier hinten. Nicht, dass wir irgendwo anecken. Jetzt passt es soweit. Sehr gut. Das finde ich zum Beispiel auch cool jetzt hier. So eine kleine Passage, so ein bisschen mit Kopfsteinpflaster. Das wirkt auch schon recht cool. Ist mal ein bisschen was anderes, ne? Hier so ein kleinen Stadtpark links. So, fahren da noch immer ein paar Autos lang hier. Und dann müssen wir gleich hier oben links einmal rum. Ach, guck mal, herrlich hier. Ah, guck mal, hier ist der Zopp. Wo müssen wir denn rein jetzt hier? Ich guck mal gerade, ich habe die Markierung hier aus. Ich glaube, wir müssen hier rein, ne? Links. Blinken wir mal. Ich glaube, hier in die erste. Ah, da vorne, okay. Oh, da müssen wir jetzt hier an einem Bus vorbei navigieren. Das ist ja... Gucken wir mal hier mit dem Straßenschild. Das passt soweit. Okay. Hier passt das auch. Ganz schön eng. Fahren wir nochmal einen Tacken näher ran. Ich habe jetzt die Anzeigen ausgeschaltet. So. Das ging ja mal fix. Das ging ja mal fix, genau. So, da würde ich sagen, Gang raus. Feststellbremse rein. Türen auf. Motor aus. Und dann machen wir mal die Luken auf hier. Da können die ganzen Fahrgäste nämlich dann aussteigen. Ne, die steigen jetzt hier aus. Und dann haben wir die Fahrt hier soweit abgeschlossen. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Wenn man sich das hier mal so ein bisschen anguckt. Ne, die Busse und so weiter. Ja, haben wir echt gut geparkt, ne? Guck mal. Sieht ganz gut aus. Hier haben wir noch so einen kleinen dunklen Schatten. Wobei... Vielleicht ein bisschen zu dunkel, ne? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Wobei... Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Video vielleicht rüberkommt. Aber ich finde die Busse jetzt ein bisschen detaillierter gestaltet. Also die sehen nochmal einen Tacken schärfer aus. Nehmen wir so kleine Clipping-Fehler hier bei dem Fenster zum Beispiel. Aber ansonsten läuft das Ganze schon recht rund. Und was wir jetzt mal testen können ist, ist hier die, wenn wir Post 1 drücken auf der Tastatur, können wir uns hier frei bewegen, ne? Rechte, linke Maustaste, können halt nach oben, nach unten, da könnt ihr mit WASD natürlich auch bewegen. Können jetzt hier einfach rumfliegen, aber nur in einem gewissen Radius, ne, ihr seht das. So, es ist dann auch ein bisschen begrenzt, aber so kann man echt tolle Screenshots erstellen, ne, guck mal. Ne, da kann man sich dann hier so ein bisschen bewegen, hat auch noch verschiedene andere Funktionen, ne, kann auch hier auch wieder hoch. Müsst halt nach oben gucken, rechte Maustaste gedrückt halten. Könnt auch von oben, schräg oben hier die Bilder machen. Wenn ihr jetzt wieder Post drückt, seid ihr da, wo ihr auch stehen geblieben seid. Und wenn ihr jetzt wieder Post 1 drückt, könnt ihr euch wieder frei bewegen. Das ist auf jeden Fall echt eine coole Funktion. Ich muss mal gucken dann, wo die, wo dann die, jeweiligen, wo dann die jeweiligen, Bilder gespeichert werden. Ob die jetzt in Steam gespeichert werden, das werde ich gleich mal testen. Aber ansonsten kann man hier echt sich schön navigieren mit Q und E fände ich noch cool, wenn man dann rauf und runter gehen könnte. Ne, man kann jetzt hier mit der Maus auch das Sichtfeld nochmal entweder näher ranzoomen oder auch weiter weggehen. Ne, guck mal. Das sieht auch recht cool aus. Hier kann man, glaube ich, wieder auf Zurücksetzen gehen, auf Standard. Da kann man die Kameradrehung hier auch noch steuern. Auch nicht schlecht. Kann man auch hier wieder zurücksetzen. Dann hat man noch die Bildqualität. Die kann man noch ordentlich hochschrauben. Ne, man kann es auch ein bisschen verpixeln. Ich mach das mal auf 200. Tageszeit kann man auch noch einstellen. Man kann auch die Spieler ausblenden, wenn man möchte. Hochauflösendes Bild aufnehmen, das können wir auch mal einstellen. Und hat dann noch die Tiefenschärfe hier. Brennweite kann man einstellen, kann es unscharf machen. Ich mache jetzt mal die Tiefenunschärfe. Seht ihr im Hintergrund dann? Ne, das kann man auch noch einstellen. Blenderöffnung. Was das jetzt ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Dann Farbmanagement. Ne, man kann den Kontrast hier ändern. Kann den ein bisschen runterschrauben, guck mal. Kann man dann auch noch mal ein bisschen dran spielen. Also ich finde es cool. Ne, mich würde auch mal eure Meinung interessieren, wie ihr das Ganze seht und wie ihr das Ganze findet. Also ich finde es echt gut gemacht, dass man jetzt hier so viele Dinge jetzt hier auch einstellen kann. Ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. Und da werden wir jetzt gleich einfach mal ein Bild aufnehmen. Tageszeit können wir auch noch anpassen. Zum Beispiel hier. Können wir jetzt auch nachts machen. Tagsüber. Ne, da kann man echt coole Spielereien mitmachen. Ich setze jetzt mal wieder auf die reguläre Zeit zurück. Echt tolle Sache. Tone Mapper. Schärfenmodus. Kann man auch nochmal machen. Da kann man die Belichtung nochmal ändern. Hier, ihr seht schon, ne? Guck mal. Kann man alles einstellen, wie man will. Immer auf zurück kriegt ihr die Standardeinstellungen. Highlights, Tageszeit. Und wir könnten jetzt hier auch
Körnungsintensität noch einstellen. Seht mal, guck mal. Kann man echt viele coole Spielereien mitmachen. Also ich finde es echt gut. Ich finde es echt klasse. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal hier so ein schönes Bild von dem Bus. Wir können ja auch mal hier noch ein bisschen hier rangehen, ne, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu zeigen. Ich mache einfach mal hier Bild aufnehmen. Die Frage ist natürlich, wo speichert er das Ganze? Bild wurde aufgenommen. Muss ich mir mal anschauen. Ich werde es dann nochmal in den Kommentaren anpinnen, wo dann die Bilder vorhanden sind. Ich mache da nochmal Bild. Es dauert auf jeden Fall ein wenig, bis er die gespeichert. Da gibt es dann immer so eine Infomeldung. So, Bild wurde aufgenommen. Und dann können wir das machen. Ne? Wir könnten jetzt natürlich auch hier vorne hingehen und könnten jetzt hier Bild machen, ne, von dem anderen Bus. Das ist natürlich nur KI-Fahrzeuge. Ne, aber ich finde die Funktion auf jeden Fall recht cool. Ne? Und ich würde sagen, Leute, das war es erstmal wieder hier mit einer Folge zum Fernbus-Simulator. Ne, die Funktion finde ich echt cool mit der Kamera. Finde ich echt klasse. Guck mal, spiegelt sich sogar da drüben. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt auch gerne einen Kommentar, wie ihr die neuen Funktionen hier findet. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sag mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.